weil hier muss ein bisschen abgeerntet werden. Wir sind schon echt voll im Herbst und wir brauchen dringend unsere ganzen... Genau, Medizin braucht man nämlich vor allen Dingen. Das darf nicht schlecht werden. Der gute Fuß macht sich erstmal ein Nickerchen. Und wir müssen noch viel dringender eigentlich als alles andere, müssen wir hier mal ein bisschen in die Grotte reinbuddeln. Verrücktes Tier! Okay, wo ist das verrückte Tier? Ich habe es jetzt gerade aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Ach, da ist es. Okay. Wer ist unsere Labertasche? Jumper. Rede mal mit denen und guck mal, was die uns bieten. Trockenfutter hätten die im Angebot. Nicht viel. Die haben allgemein nicht viel. Aber die haben eine Minigun und eine Schrotflinte am Start. Nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die haben nichts, was wir brauchen. Ich sehe schon, gerade in der Arena geht's gerade rund. Doppelbett und die Liebenden drin schlafen. Auch eine geile Idee. Hier kommen zwei keulenschwingende Typen raus. Ein bisschen aufpassen, dass wenn die kommen, dass wir dann bereit sind. Zum Glück sammeln wir gerade massiv Medikamente ein. Der Händler hat Bauteile. Scheiße, ja, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, macht es Sinn. Ich achte auf sowas zu wenig. Okay, die starten ihren Angriff, meine Lieben. Der Fuß geht rein. Kommt der andere auch noch oder rennt der weg? Der rennt weg. Nein! Psychisches Brummen? Erst ausziehen, lieber Sarius. Weiß Bescheid. Ein starker Schmerz bei den männlichen Kolonisten. Okay. Okay, Stefan, aktuell, ja, sät nochmal eine Runde an. Ob das allerdings was wird, weiß ich nicht mehr. Weil es ist jetzt schon ziemlich kalt draußen geworden im Laufe der Zeit. Wir müssen mal gucken. Geschütze aus. Jetzt gucken wir mal. Lass uns mal kurz gucken. Hier haben wir nämlich die nächsten Bauteile. Ach nee, die Bauteile haben wir gar nicht geholt. Wo gibt es hier noch Bauteile? Da sind überall noch Bauteile. Die müssen wir leider holen. Wer macht von unseren Leuten den Bergarbeiter? Okay, dann schicken wir den guten Sarius da mal zum Abarbeiten. Weil die Teile sind halt super wichtig. Händler ist da. Okay. Weil sonst kriegen wir nämlich unsere ganzen Heizungen nicht fertig. Und jetzt wird es dann demnächst, außen hat es jetzt nur noch 4 Grad. Momentan heizen wir alles dadurch, nur aus einem einzigen Grund. Und zwar dadurch, dass wir den Kühlraum abkühlen. So. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Jumper, stopp. Du kannst mit Rose mal reden. Wow. Hallöchen, Mensch. Okay. Stahl haben wir gerade nicht. Bauteile. Können wir mal 10 Stück kaufen. Wir könnten Hühnereier. Unbefruchtete Hühnereier. Ah, die hat 54 unbefruchtete Hühnereier. Krass. Milch. So, jetzt pass auf. Küken, Hahn, Henne. Das wird auch ein Hahn. Der ist noch 25 wert, aber er ist noch nicht ausgewachsen. Da müssen wir noch ein bisschen warten.
Wir machen das mal so. Wir kaufen jetzt mal einfach nur die Bauteile. Und wir haben leider noch keinen gefunden, der mit uns so richtig handeln möchte, weil wir brauchen irgendwie bei Gelegenheit... Das weiß ich gerade nicht, ob wir nur noch mit den Karawanen handeln und nicht mehr mit den anderen Händlern. Das habe ich noch nicht, weil beim letzten Mal ging das ja noch. Oder ob man das erforschen muss, weiß ich auch nicht. Kann auch sein. Gewächshaus bauen, das wird echt Zeit, ja. Pass auf. Wie viel Sandstein, Marmor haben wir ein bisschen was. Nicht die Welt, aber ein bisschen was. Dann bauen wir unser Gewächshaus aus Marmor. So. Und da kommt eine Marmortüre rein. Und zwar bauen wir die Türe hier oben hin. So. Die Vorratskapsel, das ist auch wichtig. Ich habe eigentlich gehofft, das wird was anderes. Okay, für das Funkding müssen wir forschen, alles klar. Ich hab's befürchtet. So, pass auf, da bauen wir jetzt auch eine Marmorwand rein und eine Marmortüre. Das werden wir jetzt auch dann immer mal stückweise, wenn wir das langsam dann alles umbauen. Aber da warten wir dann erst auf den Sommer wieder. Ich habe eigentlich gehofft, wir finden auch mal irgendwie sowas, aber naja, okay. Das wird ein Gewächspalast, ja, aber hallo. Aber das dauert eh noch ein bisschen, weil wir haben gerade so viel zu tun aktuell. Okay, Abenteurer vom Felsen sind auf der Durchreise. Mit dem Reinigen wäre auch mal wichtig. Und wir bräuchten auch noch Buden, aber die kommen dann hier hin. Da bauen wir dann die ganzen Unterkünfte rein. Weil das wird ja eigentlich unser Vorraum. Dann wird nämlich der Bereich hier komplett dicht gemacht. Weil dann wird das hier unser Vorraum, damit es nicht so auskühlt. Da kommen dann auch Waffenregale und sowas her. Und das hier wird zugemacht. Dann müssen die Gegner quasi von hier unten reinkommen. Dann machen wir das hier nämlich über mehrere Ebenen zu. Aber das wird sich dann noch zeigen. So, wir haben Trockenfutter tatsächlich. Ja, aber bei den Chickens schaut es gut aus. Bloß jetzt wird es draußen echt kalt. Es wird jetzt echt frisch. Also, pass auf. Wir haben Bauteile, haben wir noch. Wer ist unser Bauarbeiter? Okay. Wir versuchen jetzt mal unsere Bauaufträge durchzubekommen. Gucken wir mal, ob es klappt. Nee, ich will tatsächlich Hühner. Ich will tatsächlich aktuell Hühner. Ich will die Eier, nicht die Eier haben, sondern die Hühner. Ich will jetzt erstmal eine richtig mega epische Hühnerfarm bauen. Na also, ich hab... Na endlich hat jemand sich erbarmt und die blöde Heizung gebaut. Ich habe schon gedacht, das passiert nie. So, wunderschön. Okay, hier oben haben wir Plastal, den werden wir natürlich noch nicht erbauen, weil der ist noch viel zu heftig. Genau, hier haben wir nur mal rangebohrt, um zu gucken, was da noch alles drunter ist. Jetzt haben wir 6 Grad, es ist der 6. im Herbst. Genau, und hier kommen wir an die Bauteile, der Sarius hat es erkannt. 2 Bauteile ziehen wir hier aus der Mine raus. Nochmal 2. Und dann sind dann 4 sind 8 Bauteile. Ich habe nicht genug Marmorblöcke zu bauen, ich weiß. Was die Sache deutlich schwieriger macht. Oh, hier ist ein Raumschiffteil. Hier auch. Und hier auch. Ich liebe Raumschiffteile. Wo sind mehr?
Ja, das müsste man alles im Frühjahr mal sammeln, das Zeug, was hier rumliegt. Wie schaut es eigentlich da mit dem Brennstoff aus? Machen wir ein bisschen mehr Holz da rein. Wir brauchen mal in unserem Herd ein bisschen Brennstoff. Raumschiffteile abbauen, ja! Sag mal, hier ist auch gar kein Licht drin, fällt mir gerade so auf. Und schön schaut es ja auch nicht aus. Genauso wie hier. Nicht hübsch. So. Baut unglaublich viele Strukturen gerade. Was ist denn das? Skulptur groß. Was? Klein. Großschäbig. Überlegen. Ein menschengroßes Stück eines Materials, das zu einem Kunstwerk geformt wurde. Auf dieser Arbeit ist eine Illustration von Bartanossa. Forscht an Steinhauerei allein an seiner Werkbank. Bartanossa is completely surrounded by an area of tools. Okay, ist umgeben von Werkzeugen und Apparaturen. Wenn du die Augen zusammenkneifst, sieht die unausgeglichene Darstellung entfernt wie ein Kondor aus. Ach du Schande! War krass! Nice, würde ich sagen. Wie schaut das jetzt eigentlich hier aus? Boah! Das wertet ja diesen Raum mega auf! Schaut euch das mal an! Ich meine, der Rest vom Raum schaut schlimmer aus, aber... Ne? Pass auf, wir brauchen gerade keinen Bergarbeiter, sondern eher, wichtigste Arbeit, einen Reiniger. Einen Landwirt brauchen wir auch nicht, sondern einen Reiniger. Wir müssen mal durchkehren. Es muss jetzt mal wirklich einmal durchgegangen werden. Fanfare! Ihr habt recht. Ich benutze die Fanfare zu sehr. Kleinwolf, du hast absolut recht. Ich gebe dir absolut recht. Wow, schaut euch mal an! Jungs, ihr macht das episch. Schaut euch das an. Zack. Und schon ist der Raum liebenswert. Hier genauso. Oh, wie cool. Die Jungs kriegen das volle Kanne hin. Und schon ist es gar nicht mehr so hässlich bei uns. Nice. Wir machen das einfach. Mein Bartanossa hat zu viel gesoffen. Noch nicht, weil wir noch keinen Hopfen haben. Holzautotür ist gestört. Oh, die ist kaputt gegangen. Bisschen zumindest. Jetzt wird bei den Hühnern auch mal aufgeräumt, weil da ist nämlich auch nicht schön drin. Nächste Autotür hat einen Schaden bekommen. Ja, es ist jetzt so langsam die Zeit, habe ich so das Gefühl. So, jetzt wird wieder Frühstück gemacht. Das ist in Ordnung. So. Unseren Leuten geht es eigentlich jetzt wieder ganz gut. Wir haben keinen Brautisch. Wir haben noch gar keine Brauerei. Brauen erforschen wir gerade. Bartanossa ist gerade dran. Ja, der träumt von unbegrenzt viel Stoff. So, wie viel Holz haben wir eigentlich noch? 2000. Wir haben ganz schön viel Holz verbraten jetzt durch die ganzen Skulpturen, ne? Ist unglaublich. Müssen das vielleicht mal irgendwie einstellen, aber gut, wobei, wie lange noch, ha? Wir haben jetzt, Arbeiter ist Fuß momentan. Und wir haben auf jeden Fall sehr viele Holzskulpturen. Wir warten jetzt, wir bräuchten mal einen, der den ganzen Plunder verkauft. So, Wagfell haben wir hier hinten noch, aber das ist zu weit weg. Das holen wir uns, wenn es überlebt, im Frühjahr. Aber es wird weiß draußen. Warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir lassen jetzt mal die Leute auf ihrer eigentlichen Arbeit bleiben. So, hier wird Essen gebraten. Okay, wir haben Brauen abgeschlossen. Dann forschen wir gleich mal weiter. Schmieden, Teppichherstellung, Mechanik,
elektrische Schmelzofen. Schalte dieser ermöglicht durch die Verwendung von Wärme und starken Elektromagneten selbst Schlackebrocken in wertvolles Baumaterial zu verwandeln. Das ist auch geil, ne? Teufelsgarnpilz finde ich aber auch geil. So. Frühjahrsputz im Herbst, meine Lieben. Wir brauchen jetzt noch einen Brautisch. Das ist natürlich ewig klar, oder? So, Brautisch. Da hinten muss auf jeden Fall noch eine Lampe her, weil es nämlich extrem dunkel hier drin ist. So, die Chickens, bei denen ist auch in Ordnung. Ah, warte mal, das kann nicht mehr wegtransportiert werden, weil hinten unsere Lagerzone, unsere Abfallzone zu klein ist. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen hier. Warte mal, wer kann Handwerker sein? Landwirt und Bergarbeiter. 10 zu 11. Mach du mal Stefan kann mal Handwerker noch mitmachen. Und Jumper auch. Nur für den Fall, dass sie sonst nichts zu tun hätten. Weil sonst macht nämlich keiner hier unsere Steinbrocken und dann haben wir nämlich ein Riesenthema hier am Start. Grundlagen Mikroelektronik ist wichtig, sonst kann ich das Funkding nicht bauen. Ah, okay, dann machen wir das als nächstes hinterher gleich. Wie schaut's bei den Chickens aus? Oh, warte mal kurz. Wir haben jetzt das Problem. Wir können dann mal versuchen, das zu ernten. Dass wir hier nichts zum Anbauen haben.